Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Heute geht es um das Thema Peak Week. Die Wettkampfsportlerinnen und Sportler, besonders aus dem Bereich Bodybuilding, unter euch sind mit diesem Begriff sicherlich vertraut. Bei der Peak Week handelt es sich um die sogenannte letzte Woche vor einem Wettkampfereignis. Da werden bei einem Großteil von Athletinnen und Athleten nochmal ganz spezifische Strategien angewandt, um am Tag X in Bestform auf der Bühne zu stehen. In meinem neuen Zweiteiler habe ich mir einmal die Mühe gemacht, die gängigsten Strategien zusammenzufassen. Es gibt da eine relativ aktuelle Studie, die hat mir natürlich vorweg schon einiges an Arbeit abgenommen. Die haben nämlich von, ich weiß nicht was, um die 80 Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichsten Klassen, unterschiedliche Geschlechter, Amateur- und Profilager haben die Peak Week Strategien eingesammelt und haben die Daten ausgewertet und haben daraus, wenn man so möchte, die Highlights hervorgebracht. Also was die allermeisten Athletinnen und Athleten in ihrer sogenannten Peak Week machen. Die Ergebnisse präsentiere ich euch in diesem besagten Zweiteiler. Ihr bekommt natürlich unter dem Beitrag wie immer die Links und könnt dann nochmal explizit nachlesen. Für alle, die es mit dem Lesen nicht so haben, möchte ich natürlich hier auch noch einmal ein paar der wichtigsten Dinge herausstellen. Also es hat sich gezeigt, dass bei den allermeisten Athletinnen und Athleten tatsächlich eine Peak Week durchgeführt wird. Nur sehr wenige Vorbereiter oder Coaches oder wie auch immer man sie nennt, verzichten auf die Durchführung einer Peak Week, weil sie doch denken, dass sie mit diesen Maßnahmen für den Athleten, für den Tag X noch etwas herausholen. So, nun, was wünscht man sich am Tag X von einem Athleten? Zum einen ist der Wunsch, dass man den Athleten schön prall auf die Bühne bringt, also sprich volle Muskeln, sprich sichtbare Blutgefäße auf den Armen, auf den Beinen, vielleicht sogar noch auf dem Bauch. Das ist dieser pralle Look, den man von den Athleten haben möchte. Dann möchte man ihn natürlich aber auf der anderen Seite auch hart haben. Hart bedeutet im Prinzip eine Minimierung von subkutanem Wasser, also eine ganz dünne Haut, unter der wirklich die Muskulatur sichtbar ist, wie wenn man die Person gerade gehäutet hätte. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel, das man mit der Peak Week verbindet, ist natürlich ein möglichst flacher Bauch am Bühnentag. Man muss schon sagen, vielen Athletinnen und Athleten, besonders in den höheren Gewichtsklassen und sogar auch auf Profiniveau, gelingt das nicht mehr. Die Gründe dafür, für das Thema Blähbauch, die sind natürlich vielfältig. Da möchte ich heute gar nicht groß drauf eingehen. Das ist vielleicht mal ein interessantes Thema für einen eigenen Clip. Aber in dieser Studie und auch in diesem Clip heute soll es eigentlich um Natural Bodybuilding gehen. Und da letztlich werden auch für die besagte schmale Taille, soweit das natürlich genetisch möglich ist, ja, jeder hat eine erbliche Anlage auf seinem Körperbau her, und man kann da letztlich nur gucken, dass der Verdauungstrakt leer ist, dass man nicht einen aufgeblähten Bauch hat von zu viel Nahrung oder dass da sonst irgendwas stattfindet. Darum geht es bei der Peak Week. Unter all den Maßnahmen hat sich eine ganz besonders herauskristallisiert, die sogenannte Muskelglykogen-Superkompensation. Einigen von euch ist das mit Sicherheit ein Begriff. Es geht dabei um eine Maximierung von Glykogenbeständen im Muskel. Heißt im Prinzip, auf irgendeine Weise wird versucht, die Muskulatur möglichst mit Kohlenhydraten, mit Glykogen aufzufüllen. Einmal um der Kohlenhydrate willen natürlich, weil man möchte ja am Wettkampftag, natürlich muss man da auch ein bisschen leistungsfähig sein und muss letztlich auch die Posen halten können und so weiter. Da entsteht hoher Glykogenbedarf, aber der Hauptnutzen aus ästhetischer Sicht ist hier nicht die Performance, sondern ganz einfach die Tatsache, dass jedes Gramm Glykogen intrazellulär, also in den Muskeln, nochmal unterschiedlichen Angaben zufolge zwischen 2 und sogar 7 Milliliter Flüssigkeit mit einlagert. Nun geht es bei der Peak Week zum einen darum, über Entladetage die Glykogenreserven so gut wie es geht völlig zu erschöpfen. Das ist in fast allen Fällen eine Kombination aus Entladetrainings, hochintensives Intervalltraining und auch noch Widerstandstraining, kombiniert eben mit
möglichst kohlenhydratfreier, kohlenhydratarmer Ernährung über unterschiedliche Dauer, 2 bis 4 Tage macht man das, machen die Athletinnen und Athleten das im Schnitt. Es stellt sich natürlich in Frage, ob man dieses Entladen in dieser Art und Weise im Wettkampf-Bodybuilding noch machen muss. Man muss dazu wissen, dass sich die meisten Studien, auf die solche Strategien gebaut wurden, sich auf den Ausdauersportler berufen. Also es gibt eigentlich nur eine Datenerhebung, die mit Bodybuildern gemacht wurde, wo man wirklich versucht hat, über ein Mehr an Glykogen in den Muskeln den Muskelquerschnitt zu vergrößern. Und das Ergebnis dieser Studie bei Bodybuildern ist sogar gescheitert. Letztlich, also man hat da letztlich überhaupt nichts dabei gewinnen können. Ja. Der Muskelquerschnitt hat sich nicht signifikant vergrößert, obwohl man dieses Ladeschema gemacht hat. Aber eben aus Studien mit Ausdauersportlern, da hat das schon das ein oder andere Mal funktioniert und darum nimmt man das einfach, überträgt man das einfach aufs Bodybuilding und nimmt es da noch mit hin. Der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, und das ist jetzt noch die wichtige Info zum Thema Entladetraining und Entladephase. Ein Ausdauersportler kommt nicht wie ein Wettkampfbodybuilder schon aus einer 16- bis 20-wöchigen Kohlenhydrat- und kalorienarmen Phase, sondern hat natürlich im Rahmen seiner Trainingsvorbereitung immer die Performance im Hintergrund. Ja? Also da ist mindestens bedarfsdeckende Ernährung gang und gäbe. Da sind genügend Kohlenhydrate im Spiel und so weiter. Was ich damit sagen möchte, wenn ihr eure Entladephasen plant, dann bedenkt genau dieses Thema. Mein Athlet ist kein Ausdauersportler, der von einer mindestens isokalorischen Phase kommt, sondern ein Bodybuilder, der von einer hypokalorischen Phase kommt und das schon über mindestens, ich sage jetzt einfach mal 3, 4 oder sogar noch länger Monate. Die Frage stellt sich, und das ist letztlich auch meine praktische Erfahrung dann, wie lange müssen diese Entladetage stattfinden? Und ich sage da, dass bei einem Athleten, der wirklich, wie gesagt, schon länger hypokalorisch und wirklich low carb unterwegs ist, da eigentlich maximal 2 Tage reichen müssten. Mit diesen Informationen geht es dann an die Planung der sogenannten Ladetage. Jetzt werden viele Kohlenhydrate gegessen, um jetzt zu versuchen, die muskuläre Glykogenspeicherkapazität voll auszuschöpfen und sogar noch die normale Speicherkapazität zu übersteigen. Das ist das Ziel und das ist der Superkompensationseffekt. Ich habe hier einige Zahlen veröffentlicht. Da heißt es, dass die durchschnittliche Aufnahmemenge über meist 2 oder sogar 3 Tage bei 8 bis 10 Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Ich habe das mal ausgerechnet, 75 Kilo schwerer Bodybuilder, täglich 600 bis 785 Gramm Kohlenhydrate, Gesamtmenge 1800 bis 2362 Gramm Kohlenhydrate, müsste der also im Rahmen seiner Ladephase zu sich nehmen. Wenn ihr ja ein denkbar größerer, schwererer Athlet seid, dann müsst ihr das natürlich noch in höhere Menge machen, also kann man ummünzen. In diesem Beitrag ist eine schöne grafische Darstellung enthalten, in der man das sehr schön ablesen kann. Und sich da, wenn man das möchte, auch eine kleine Blaupause dann bilden kann mit seinem eigenen Beispiel. Diese Kohlenhydratmenge ist natürlich, wie schon angedeutet, wieder aus dem Ausdauersport anzunehmen, dass man diese auf den Bodybuilder mindestens in der gleichen Menge ummünzen muss, da man ja wiederum annehmen muss, dass wir anteilig an dem Gesamtkörpergewicht, worauf sich diese Berechnung ja beruft, natürlich mehr Muskelmasse aufzuweisen haben. Also würde ich in der Praxis einfach mal hergehen und würde diese 8 bis 10,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hernehmen und dann aber bei dem Athleten ganz kritisch bewerten, reicht ihm das schon oder reicht es ihm eben noch nicht. Ja, also es könnte durchaus sein, dass das nicht passt und da sind wir schon bei dem Punkt angelangt, der sich eigentlich durch die komplette Peak Week zieht, nämlich Individualität. Egal wie viele Studien und welche Studien was ergeben haben, bei der Peak Week ist es immer so, dass die Individualität vor allem steht. Ihr könnt so viel Theorie Wissen haben, wie ihr wollt. Bei der Peak Week geht es immer darum, mit dem Athleten gut zusammenzuarbeiten, die Erfahrungen, die man von ihm hat, mit ihm hat,
da mit einzuplanen und dann ein paar Sachen auch vor dem eigentlichen Wettkampftag auszuprobieren, weil man da letztlich immer eine individuelle, eine eigene Konstellation feststellen wird. Ja, passend dazu gilt es dann natürlich auch noch das Thema Flüssigkeitsaufnahme zu behandeln. Wenn wir, wie vorhin schon ausgeführt, der Annahme sind, dass während dem Kohlenhydratladen versucht wird, möglichst viel Wasser mit in die Zelle zu speichern, dann muss ich natürlich auch an den Aufladetagen, an den Ladetagen, wo ich 700 oder noch mehr Gramm Kohlenhydrate zu mir nehme, entsprechend auch die Flüssigkeitsmenge zu mir nehme. Also, kennt ihr ja vielleicht von irgendwelchen Peakweeks, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, da gibt es immer eine Flüssigkeitsspitze und dann fällt das Ganze wieder ab. Wie weit das Ganze abfällt, wird individuell völlig unterschiedlich gemacht. Zum Thema Flüssigkeitsentzug habe ich inzwischen aus Erfahrungen und letztlich aber auch aus Recherche eine etwas andere Meinung. Viele Vorbereiterinnen und Vorbereiter da draußen arbeiten ja noch mit völligstem Flüssigkeitsentzug der Athleten sogar bis zu 2 Tage, um damit Dehydrierung zu fördern. Davon halte ich nichts, weil es letztlich ja so ist, dass unser Körper sich auf diese Art und Weise nicht wirklich austricksen lässt. Wir können über die Nieren und über andere Ausscheidungsmechanismen kann unser Körper dafür sorgen, dass einfach nur noch das Allernötigste ausgeschieden wird. Wenn wir aber die Flüssigkeitsversorgung einigermaßen am Laufen halten und lieber gucken, dass wir die Elektrolytbilanz auf irgendeine Art und Weise manipulieren, dann wird es einfacher für unseren Körper, diese Ausscheidung noch weiter zu machen. Ein bisschen Wasser, mehr Wasser ausscheiden kann man natürlich schon, wenn man jetzt, ich sage mal, das Dreifache des eigentlichen Flüssigkeitsbedarfs trinkt, dann kommt es natürlich schon zu einer Polyurie, heißt es, glaube ich, also zu einer vermehrten Ausscheidung von Wasser. Das kann man schon machen, aber letztlich dieser krasse Flüssigkeitsentzug, da bin ich inzwischen nicht mehr ganz so sicher, dass das die richtige Variante ist. In meinen Peakweeks, damals noch als Athlet, habe ich das immer gemacht und hatte aber auch immer das Gefühl, dass ich eigentlich bei den Aufwässerungstagen eigentlich immer eine bessere Form hatte als dann am Wettkampftag. Aber wenn man dann Athlet ist, dann geht man dem Coach hinterher und dann macht man das mit. Heute sehe ich das ein bisschen anders und letztlich fallen auch meine Planungen ein bisschen anders aus. Das jetzt ganz kurz abgeschweift zum Thema noch Laden und zum Thema Flüssigkeit. Wichtig ist halt ganz einfach, dass auf die Tage mit der höchsten Kohlenhydratmenge auch die Tage mit der höchsten Flüssigkeitsmenge treffen. Wenn man jetzt 1000 Gramm Kohlenhydrate auflädt und nur 1 Liter Wasser pro Tag trinkt, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. Ja, abschließend habe ich dann noch natürlich auch das Thema Natrium mitbehandelt. Da lässt sich überhaupt kein grüner Faden finden in all diesen Peakweeks, die in dieser Studie untersucht wurden. Die meisten arbeiten mit der Vorgehensweise, Natrium 4 Tage vor dem Wettkampf komplett rauszuschleusen. Warum? Weil Natrium natürlich gerne Wasser extrazellulär, also außerhalb der Zelle, bindet, da wo wir es eigentlich am Wettkampftag nicht haben wollen. Es gibt aber auch gute Beispiele für ein vaskuläres Aussehen, dass man da explizit am Trainingstag oder vorm Trainingstag nochmal mit Natrium arbeitet. Das ist aber wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Da muss man wissen, wie natriumsensitiv ist mein Athlet, wie spricht er darauf an, lagern 10 Gramm Salz sich bei ihm nur im Kopf an oder geht es wirklich in die Muskeln? Da ist wirklich Individualität ganz, ganz groß geschrieben und so sollte man das Thema letztlich auch angehen. Das sind so die Hauptthemen aus diesen 2 Beiträgen. Das alles ist noch schön bewertet und solltet ihr euch wirklich mal zu Gemüte führen, wenn das Thema für euch relevant ist. Peak Weeks sind natürlich relevant, nicht nur für Wettkampf-Bodybuilder, sondern auch für Leute, die zum Beispiel im Bodyshooting-Bereich sind, also die gerne mal körperbetonte Fotos machen. Da nutze ich das selbst auch. Da kann man das auf jeden Fall auch ummünzen. Man muss ja nicht prügelhart sein an so einem Shooting-Termin, das möchte kein Fotograf sehen, aber so eine kleine Vorbereitung mit so einer bisschen Kohlenhydrat- und Wassergeschichte und ein bisschen mit dem Elektrolythaushalt spielen, das kann die Form schon nochmal deutlich verbessern. Also auch für solche Leute sicher interessant. Ja, das Fazit.
des heutigen Clips. Peak Week ist eine absolut spannende Geschichte. Peak Week wird bei den allermeisten Sportlerinnen und Sportlern im Bodybuilding praktiziert. Ja? Also die Coaches arbeiten mit Peak Weeks. Die Gestaltung fällt relativ ähnlich einerseits, aber auch wieder völlig unterschiedlich auf der anderen Seite aus. Also man kann es nicht pauschalisieren. Es ist dennoch in diesem Beitrag eine Musterplanung hinterlegt, als Sammelsurium aus all diesen Peak-Week-Planungen, die man in dieser Studie untersucht hat. Das ist interessant. Ihr solltet das nicht als für euch als Goldstandard geltend annehmen, sondern einfach als Idee, mit der ihr losgehen solltet und für euch persönlich oder für eure Schützlinge dann individuell in die Planung einsteigen solltet. Ganz zum Abschluss, weil ich das immer wieder gefragt werde, würdest du mir noch bei der letzten Woche oder im letzten Monat meiner Vorbereitung helfen? Liebe Leute, es gibt dazu schon einen etwas älteren Clip von mir und dabei bleibt es auch bis heute noch, nein, sowas mache ich nicht. Mit einer Peak-Week-Planung kann man die Form des Athleten, auch wenn er einen super Körperfettgehalt hat, versauen. Und diesen Schuh ziehe ich mir definitiv nicht an. Für eine Peak-Week-Planung bedarf es Vorarbeit mit dem Athleten. Man muss den Athleten kennen, man muss also körperlich und auch geistig kennen. Man muss da wirklich sehr, sehr viel wissen und so etwas kann man nicht machen. Also wenn ihr eure Wettkampfvorbereitung selbst macht oder wenn ihr einen Betreuer an die Hand nehmt, dann kümmert euch auf jeden Fall auch darum, dass ihr auch das Thema Peak Week auf der Antenne habt und dass auch euer Vorbereiter euch eine vernünftige Peak Week planen kann, weil sonst ist das einfach Quatsch. Dann solltet ihr lieber dieses Schema durchfahren bis zum Wettkampftag, von der Diät kommend und dieses ganze andere Sammelsurium auslassen, dann ist auf jeden Fall die Gefahr niedriger, dass ihr am Wettkampftag eine scheiß Form habt. Ganz einfach. Ja, Leute, in diesem Sinne hoffe ich, das Ganze war interessant. Lest euch diese beiden Beiträge durch und ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.